Die Debatte wurde deswegen mit solcher Schärfe geführt, weil die Ausstellung eigentlich eine Ausweitung des Täterfeldes vorgenommen hat. Das heißt, die Frage, wer waren eigentlich die Täter des Holocaust und des Vernichtungskrieges, wurde bis dahin, was die öffentliche Wahrnehmung angeht, vor allen Dingen damit beantwortet, naja, das waren die SS und SA, also die Truppen der Nazis, aber die normale Wehrmacht hatte damit nichts zu tun. Und die Wehrmachtsausstellung, die erste 1995, hat quasi dieses Bild öffentlichkeitswirksam zerstört. In der Wissenschaft wusste man das vielleicht, aber in der Öffentlichkeit war dieses alte Bild noch vorhanden. Und mit einem Mal waren natürlich ganz viele normale Männer in der Regel mit der Frage konfrontiert, was war denn ihr Anteil daran? Millionen Leute, die in der Wehrmacht gedient haben, und die fühlten sich in dem Zusammenhang dann mehr oder weniger durch diese Ausstellung auf die Anklagebank gesetzt, jedenfalls in so eine Rechtfertigungssituation. Und das führte zu einer ungeheuren Aufregung, dass sehr viele Leute aus dieser Erlebnisgeneration in die Ausstellung gingen, sich dort bitter beschwerten, dass das alles verfälscht sei, was dort gezeigt wurde. Führt aber auch dazu, dass die extreme Rechte massiv zu Protesten vor dieser Ausstellung mobilisierte, weil sie natürlich das Bild dieser Wehrmacht ganz anders in ihrer Propaganda dargestellt hatte. Und führt aber auch dazu, dass es eine aus meiner Sicht sehr, sehr aufgeregte Debatte in den vor allen Dingen konservativen Feuilletons gab, die das als so einen Angriff von links angesehen haben, weil die Ausstellung ja vom Hamburger Institut, vom sogenannten Rensmeyer-Institut und von Hannes Heer, jemandem, der auf der politischen Linken sehr prononciert war, gemacht wurde. Und das war dann eine sehr, sehr erfolgreiche Ausstellung. Aber durch diesen scharfen Gegenwind, den es von konservativer Seite gab, gab es immer wieder den Versuch der Ausstellung Fehler, Verfälschungen und so weiter nachzuweisen. Und am Ende war es so, dass es bei wenigen Bildern, die Ausstellung arbeitet sehr, sehr stark mit Fotografien von ehemaligen Wehrmachtssoldaten, die quasi ihre Gräueltaten selber dokumentiert haben. Und dass es in diesen sehr, sehr vielen Bildern der Ausstellung ganz wenige falsche Zuordnungen gab. Falsche Orte, teilweise auch falsche Opfer und damit auch falsche Täter, die benannt wurden. Und diese wenigen, tatsächlich, es gab eine Überprüfung, sehr, sehr wenigen Fehler führten dann dazu, dass die Ausstellung quasi zurückgezogen wurde und dann auch überarbeitet wurde. Aber aus meiner Sicht war es eine sehr, sehr aufgeregte geschichtspolitische Debatte, die nochmal diese Auseinandersetzung um die Frage, wer trägt eigentlich die Verantwortung für die Verbrechen der NS-Vergangenheit, in einer ganz neuen Art und Weise gestellt hatte, eben sehr, sehr viel breiter in die Gesellschaft hineingestellt hatte, als nur auf diese ganz kleine, eng umrissene Auswahl von NS-Tätern. Das vorherrschende Bild, oder sagen wir mal in der Öffentlichkeit vorherrschende Bild, war, dass es einen klaren Gegensatz zwischen Wehrmacht auf der einen Seite und den, nennen wir sie mal, NS-Terrortruppen auf der anderen Seite gab. Dass es zu Verbrechen auch im Weltkrieg gekommen ist, das war, glaube ich, sagen, im öffentlichen Bewusstsein in den 90er Jahren schon da. Aber diese Taten wurden vor allen Dingen eben diesen Weltanschauungstruppen, wie es oftmals genannt wurde, zugeordnet. Und insofern war das Bild der Wehrmacht eins, dass die Soldaten dort quasi tapfer und aufrecht gekämpft haben, zwar vielleicht für eine falsche Sache, missbraucht von einem Diktator Hitler, aber doch im guten Glauben, das Richtige zu tun und dort einen aufrechten Kampf geführt haben. Und die Ausstellung hat gezeigt, dass dem überhaupt nicht so war, dass es einen Krieg gegen die Zivilbevölkerung in vielen Fällen gab, dass es Politik des Aushungerns gab, Politik der Massenhinrichtung, der Massenvernichtung, die eben auch von der Wehrmacht betrieben wurde. Und das traf natürlich mit diesem vorhandenen Bild, zwar ein falscher Krieg, ideologisch falsch, aber doch ehrenhaft geführt, widersprach dem vollkommen. Das heißt, der deutsche Lanzer fand sich mit einem Mal hier auf der Anklagebank, wo er sich selbst gar nicht verortet hatte. Und da es damals dann noch sehr, sehr viele Leute gab, die zur Überlebensgeneration oder die zur Generation gehörten, die noch selber Erlebnisgeneration war, traf das auch auf einen ganz realen Widerspruch. Es gab zum Beispiel in der damaligen Zeit ein in der Öffentlichkeit sehr viel weniger verbreitetes Wissen über die verbrecherischen Befehle. Das heißt, dass die Wehrmacht auch mit Anweisung, reale Kriegsverbrechen zu gehen, in diesen Krieg gegangen ist und das ja auch umgesetzt hat. Eben nicht über die SS, sondern die Wehrmacht an sich, die hatten diese Befehle vor dem Krieg. Das wurde den Soldatinnen und Soldaten auch bekannt gegeben. Es waren vor allen Dingen Soldaten bekannt gegeben. Und dann auch umgesetzt. Und das war etwas, was dem öffentlichen Bild der Wehrmacht stark widersprach. Und die zweite Wehrmachtsausstellung hat dann vor allen Dingen dieses Bild der direkten Täterschaft
sagen wir mal, relativiert. Das war eine große Kritik, ich hatte es eben gesagt, an der sehr starken Emotionalisierung, die vor allen Dingen über die Fotografien in dieser Ausstellung ausgelöst wurden. Weil man Wehrmachtssoldaten sieht, die Zivilisten erschießen, die an Massenerschießungen beteiligt sind. Und darauf zielte vor allen Dingen stark die Kritik auf diese Form der Emotionalisierung, die damit verbunden war. Und die zweite Ausstellung hat diese Fotografie sehr, sehr stark als Medium in der Ausstellung zurückgenommen und hat, so war zumindest eine Kritik, eine Art Konsensausstellung organisiert dann ab 2001, in der zwar die Verbrechen thematisiert wurden, aber die Frage der konkreten Täterschaft sehr viel stärker in den Hintergrund getreten ist. Und das war der Unterschied von der ersten zur zweiten Ausstellung. Aber die erste Ausstellung war halt sehr stark darauf ausgelegt, dieses Bild der Wehrmacht, was bis dahin vorhanden war, zu korrigieren. Ich würde das sagen, das ist zwiespältig. Ja, natürlich hat sie Nachwirkungen bis heute. Die Ausstellung oder beide Ausstellungen liegen ja jetzt lang zurück. Die erste Wehrmachtsausstellung war 1995, hatte sie Premiere. Die zweite, die dann überarbeitete, ist 2001 das erste Mal damals in Berlin gezeigt worden. Das sind jetzt 20 Jahre her. Natürlich hat sie Nachwirkungen. Ich glaube, das Wissen um die Verbrechen ist verbreiteter durch die Wehrmachtsausstellung. Sagen, dass das kein in dem Sinne unschuldiger Krieg war, sondern ein Vernichtungskrieg, das hat sich, glaube ich, sehr, sehr stark verbreitet. Das war vorher in der Wissenschaft klar, das war aber in der breiten Öffentlichkeit so vorher nicht thematisiert worden. Ich glaube, das ist geblieben. Was aus meiner Sicht sich nicht durchgesetzt hat, ist die Frage der konkreten Täterschaft. Das ist stärker in den Hintergrund gerückt. Das heißt, da sieht man auch den Unterschied von der ersten zur zweiten Wehrmachtsausstellung, weil genau diese Frage nach der konkreten Verantwortung ja die war, die sehr, sehr stark umstritten war. Ja, es hat Verbrechen gegeben, aber wer hat sie eigentlich konkret begangen und mit welcher Motivation? Das ist stärker in den Hintergrund getreten und mein Eindruck ist, dass das auch etwas ist, was bis heute in der Erinnerung an die NS-Vergangenheit stärker in den Hintergrund tritt. Wir sehen einmal, dass die Erinnerung an diese Vergangenheit in einer gewissen Weise zur Staatsräson der Bundesrepublik gehört. Aber es ist eine merkwürdig befriedete Debatte. Es ist überhaupt nicht mehr, dass es die großen geschichtspolitischen Aufregungen gibt. Das hat einmal damit zu tun, dass sowohl die Täter als auch die Opfer zum größten Teil nicht mehr leben heute. Das hat aber auch etwas damit zu tun, dass diese Frage nach der Täterschaft stärker in den Hintergrund getreten ist. Niemand oder jedenfalls niemand außerhalb der extremen Rechten leugnet die Verbrechen. Aber die Frage, wer war es denn? Wer waren denn die Täter? Die steht weiter im Hintergrund. Es gab damals ein Buch Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre, das hatte den schönen Titel Opa war kein Nazi. Da geht es um Erinnerungen im Familienzusammenhang. Und da kann man sehen, dass ganz viele Leute sagen, klar, diese Verbrechen, die hat es alle gegeben, aber die Vorstellung in ihrer eigenen Familie könnten Großeltern daran beteiligt gewesen sein. Die ist geradezu unvorstellbar. Das heißt, alle waren auf der Seite des Widerstandes oder waren gegen die Nazis. Und das wirft natürlich bis heute ein Problem auf, wer waren die Täter. Und vielleicht letzter Punkt, wenn jemand wie Herr Gauland heute sagt, man solle wieder stolz auf die Leistungen der Wehrmacht sein, dann funktioniert das natürlich nur vor dem Hintergrund, dass damit quasi diese Frage nach der Beteiligung der ganz normalen Männer damals in den Hintergrund rückt. Was nicht bedeutet, dass man die Taten leugnet, aber eben diese Frage, wie Ideologie dann auch sich in Taten umsetzt und Menschen dazu motiviert, verbrecherische Taten zu begehen, nicht mehr in dem Sinne thematisiert, wo es, wie es am Anfang der Wehrmachtsausstellung der Fall war.